Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Fresh Torge und ihr könnt mich bald im Kino sehen im Film Heilstätten. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung Kinocast. Der Kinocast. Fresh Torge, Mensch, danke. Und ja, Heilstätten läuft ja seit letzter Woche schon im Kino. Deswegen ist etwas zu spät jetzt gekommen, aber ja, ihr könnt ja noch reingehen in den Film, der läuft ja noch. Und ja, herzlich willkommen erstmal hier zum neuen Kinocast. Die Kate ist mit in der Leitung. Hallo Kate. Hallo Erik. Ja, ich bin der Erik, hatte Kate schon richtig erkannt. Der Chris, der ist, glaube ich, noch, der muss noch ausnüchtern wegen Eishockey und so. Das hat ihn alles ein bisschen mitgenommen, da die Party und alles. Ganz tolle Leistung von den, ich habe es nicht live geguckt, ich habe dann aber, da kam irgendwie Zeit versetzt, ich habe dann das ganze Spiel auch nochmal geguckt dann. Und während, Wahnsinn, also. Und während des entscheidenden Spiels gegen Kanada, da war ich ja in Irland und war da noch auf Arbeit im Büro, plötzlich kamen alle irischen Kollegen zu mir, hey, ja, Deutschland und so, ja, was ist denn da? Ich wusste zwar, dass die spielen, aber ich dachte, also ich dachte nicht, dass die gegen Kanada irgendwie eine Chance haben und so. Und ich frage mich jetzt auch im Rückblick, wie die das geguckt haben da auf Arbeit. Aber gut. Ja, also muss man echt sagen, ist eine Sensation, weil das letzte Mal, dass wir olympisch irgendeine Medaille geholt haben im Hockey, ist, glaube ich, über 40 Jahre her. Und es war Bronze. Das heißt, wir haben olympische Hockey-Geschichte für Deutschland geschrieben mit dieser Silbermedaille jetzt. Ich hatte ja auch was vorbereitet, was ich eigentlich da für den Chris eigentlich eher. Oh. Das kann ich ja kurz einspielen. Schön gemacht! Reimer! Das Nürnberger Duo! Reimer! Das ist da drin! Nein, das. Was? Der ist ja, drin! Das ist, ja oder nein? Willst du mich verarschen? Patrick! Was ist jetzt? Sag das bitte, dass er drin ist! Ich weiß es uns! Ja, also die Moderatoren sind da auch sehr gut mitgegangen. Und die zwei sind fantastisch. Die vollständige Auswertung könnte er dann in der nächsten Folge vom Pausentee vom Chris sein Eishockey und Chris und wie heißt der andere? Nils. Genau, von den beiden Eishockey-Podcasts. Die werden das bestimmt ausführlich mal unter die Lupe nehmen. Aber bei uns geht es mehr um Filme hier. Kate war in der Sneak, ich ja nicht, weil ich nicht da war. Ich habe dafür aber zwei andere Filme geguckt, zwei Oscar-Kandidaten, Oscar-Checks sozusagen gemacht. Deswegen beginnen wir jetzt aber erstmal mit der Sneak Preview. Sneak Preview. Das war der zum ersten Mal Aaron Sorkin auf dem Regiestuhl gesessen habende Film, wo der sonst immer nur richtig gute Drehbücher geschrieben hat. Ja, Molly's Game. Leg mal los, Kate. Molly's Game. Molly Bloom, gespielt von Jessica Chastain, ist eine junge, talentierte Skifahrerin, die auch so die USA-Hoffnung bei den Olympischen Spielen ist. Passend zum Thema Olympische Spiele hat der Film jetzt gepasst. Doch sie verletzt sich ziemlich schwer, wird dann auch, also schon als Teenager, und wird dann auch operiert, also eine Wirbelsäule und so. Und dann heißt, sie kann nie wieder fahren, sie darf nie wieder fahren. Macht sie aber trotzdem. Ein Jahr später rappelt sie sich komplett hoch und wird eben, wie gesagt, die Hoffnung für USA auf die Olympischen Spiele. Doch dann beim Entscheidungsrennen passiert was ganz Blödes. Sie kommt mit ihren Skiern an ein, quasi auf dem Absprungfeld. Also das ist so, die müssen da so einen Hang runter, dann so ein Stück springen, dann wieder so einen Hang runter. Also so ein bisschen Huppelpiste nennt sich das wohl. Ist so ein Ast eingefroren und an dem bleibt sie hängen. Und deswegen hat sie dann einen ganz üblen Sturz und verpasst quasi die Chance, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und ja, damit ist eigentlich auch fast ihre Karriere am Ende. Sie versucht sich dann andere Dinge, irgendwie Geld zu verdienen, will eigentlich weg von diesem Eissport und von diesem Skisport. Und landet dann bei so einer, ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, schon Makler oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Sie wird auf jeden Fall Sekretärin bei einem Typen. Und dieser Typ macht so Underground-Poker-Spiele. So. Und zwar mit richtig guten
Akteuren. Also da sind dann Filmstars dabei oder irgendwelche, so Mogule halt, die Kohle ohne Ende haben. Und sie muss ihm dann halt als seine Assistentin da helfen und kriegt dann da auch das ein oder andere Trinkgeld und von den Pokerspielern. Und ja. Und so langsam, so nach und nach, also sie versucht dann auch da mitzukommen, was reden die denn da? Und sie versucht dann quasi in diese Welt des Pokers einzutauchen und das zu verstehen. Und das kann sie auch relativ schnell, weil sie halt sehr begabt ist und sehr clever ist. Und kann dann da in kürzester Zeit mitreden und auch hat eine Ahnung, was da passiert auf dem Tisch und was alles bedeutet. Und sie kriegt dann allerdings ein bisschen Stress mit ihrem Chef, weil sie zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit, gerne für die Arbeit am Pokertisch und bei diesem Helfen an dem Programm, noch separat bezahlt werden will. Das findet er dann aber wiederum nicht so gut und deswegen streiten die. Und dann beschließt die Molly, das einfach selber aufzuziehen. Allerdings legal. Das heißt, richtig mit Anmeldung und sie verdient nichts daran. Also es nimmt nichts vom Pott, vom Tisch, sondern ganz normal, wie es halt, ich weiß nicht, wie die Poker-Dinger das machen, aber ganz offiziell an mit Anmeldung und Angestellten und Bücherführung und so, alles top. Also sie nimmt nichts vom Pott und so, sobald sie was vom Pott nehmen würde, wäre es illegal. So. Und es zieht sie halt auch extrem groß auf. Also sie tut ihrem ehemaligen Chef da so ein bisschen die einen oder anderen Spieler abluchsen und bietet Bekannten und Arbeitskollegen aus einer Bar noch Geld, also quasi eine Provision, wenn die neue Spieler ranbringen. Und so zieht sie das relativ groß auf und bekommt dann sehr schnell einen Namen und bekommt auch so, er kommt in das Business rein, dass sie wirklich davon leben kann. Und zwar richtig gut davon leben kann. Und ja, aber es wäre natürlich keine spannende Geschichte, wenn sie nicht plötzlich vom FBI verhaftet werden würde. Und dann geht es darum, warum wird sie vom FBI verhaftet? Und warum, wie sind die auf sie gekommen? Und warum überhaupt? Und während sie quasi das FBI verhört und sie mit ihren Anwälten spricht, kommt dann die ganze wahre Geschichte auf den Tisch. Und das ist verdammt gut erzählt, muss ich sagen. Also ich erinnere mich noch an den Film zurück, Erschreckende Wahrheit. Das war ja auch so unfassbar gut erzählt, sodass man es versteht. Gespielt? Ja. Sodass man es einfach versteht, auch als Laie versteht. Und so war es bei Mollys Game auch. Also die haben so die ein oder anderen Pokerregeln total simpel erklärt, auch bildlich schön dargestellt. Dieses Ganze, wie das drumrum läuft, das alles, also muss ich sagen, wirklich richtig gut gemacht. Muss ich echt sagen. Hat mir echt gut gefallen. Auch Jessica Chastain wieder perfekt umgesetzt, tolle Schauspielerin. Also Hut ab, muss ich wirklich sagen. Ich habe nichts zu meckern an diesem Film. Er ist verdammt lang, er geht über 2 Stunden. Aber selbst diese 2 Stunden kommen einem überhaupt nicht lange vor. Das ist wirklich interessant, spannend, auch lustig teilweise. Also man fiebert richtig mit ihr mit. Super Film. Erik, tut mir leid, du hast echt einen tollen Film verpasst. Ja, kann man nichts machen. Ist halt, Arbeit geht da vor in so einem Fall. Klingt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es irgendwas mit Skifahren, also ich habe jetzt noch nicht einen Trailer gesehen von dem Film. Ich habe bloß immer so irgendwie so Bilder gesehen, wo Jessica Chastain irgendwie mit einem tiefen Ausschnitt da irgendwo gezeigt wird auf den Bildern. Und das sah eher auch aus wie irgendein Gerichtsdrama oder irgend sowas. Aber das mit Poker also, irgendwas. Also aus das dem Problem mit dem tiefen Ausschnitt, das wird tatsächlich im Film auch erklärt. Sie hat nämlich, sie wurde dann quasi vom FBI dazu angehalten, aufzuhören mit dem Spielen. Und dann hat sich das alles gezogen und plötzlich wurde sie, wie gesagt, verhaftet. Und in dieser Zeit, bis sie verhaftet wurde, hat sie ein Buch geschrieben. Und auf diesem Buchcover hat sie ein mega tiefes Dekolleté an. Und wenn sie dann später bei ihrem Anwalt sitzt und der sich das Cover so anguckt, dann sagt der auch, so, was soll denn das Bild? Also so, ja, es war nicht meine Entscheidung. Ich wollte auch was anderes anziehen. Also das ist so ein, glaube ich, ein bisschen auch so drauf angelegt. Also wenn ich mir bei
Kinostart das Poster anguckt, ist es angenehmer. Das ist sehr schick gekleidet und sitzt auf einem Thron aus Geld. Ja. Das ist angenehmer, das Bild. Sehe ich auch gerade hier, das Bild. Ja, ansonsten, bei mir war es immer so, die Serien, die irgendwie auf Aaron Sorkins geschriebenen Sachen basieren, die haben mir irgendwie besser gefallen. Was weiß ich hier, The Newsroom oder so, oder West Wing und sowas. Mhm. Während die Filme, ja, die auf seinen geschriebenen Sachen, Social Network, hier dieser Facebook-Film und so, ja, die haben mich immer nie, auch der Steve Jobs-Film, ja, da war irgendwie, war der schon gut. Moneyball hat er gemacht, aber der war gut. Moneyball, stimmt, der war gut. Mhm. Ja, okay, das war vielleicht die Ausnahme. Game ist echt gut. Ausnahme, die die Regel bestätigt. Also gerade bei Filmen irgendwie so, das, weil der hat, Aaron Sorkin hat immer sehr, sehr viel zu erzählen, hat sehr viele Querverbindungen, die sich dann irgendwie auflösen. Das geht halt irgendwie in einer Serie besser, als das über eine Länge von einem Film alles so darzustellen, dass jeder gut mitkommt und dass es nicht irgendwie verwirrend wird. Oder wenn es zu wenig ist, dann ist es zu langweilig. Hm, so war es bei dem Steve Jobs Film. Ja. Also ich muss sagen, ich fand es gut gemacht. Also es hatte dann am Ende der Film hat am Ende keine losen Enden. Ja, wo du denkst, ja, was ist jetzt mit der Side-Story gewesen oder so, sondern es ist alles rundum zu. Hast du schon was zu den Darstellungen gesagt? Außer Jessica davon, Chastain. Ja, der ist ziemlich gut besetzt, denn es spielt unter anderem auch Kevin Costner mit. Idris Elba. Spricht man den so aus, Idris Elba? Ja. Ja. Warte, jetzt muss ich mal gucken, wer es mir denn noch so einfällt. Einen, den wir letzte Woche. Michael Cera. Ja, Sarah, heißt er Sarah? Ja. Jeremy Strong spielt mit. Einen, den wir letzte Woche hatten, Chris O'Dowd. Chris O'Dowd spielt auch. Weißt du, was ich da erfahren habe? Ich war ja in Maynooth, das ist in der Nähe von Dublin. Und der eine dort, der ist totaler Fan auch von IT Crowd. Das erste Mal, dass ich jemanden treffe, der das wirklich kennt, ne? Und er meinte, ja, der eine, der Roy, der kommt hier aus der Nähe der Schauspieler und so. Und der ist da, hat er irgendwo relativ in der Nähe, ist der wohl aufgewachsen, der Chris O'Dowd. Und cool. Genau, ich habe dann tatsächlich mal nachgeguckt, der Wikipedia. Tatsächlich, also ist relativ da in der Nähe, aber der wohnt wohl jetzt nicht mehr so. Ja, also ich habe dann zu ihm gesagt, oh cool, kann ich da mal hin, Autogramm? Und dann meinte, nee, der Hund. Ja, Chris O'Dowd hat mal letzte Woche in Cloverfield Paradox. Ja. Hatte Chris mal die Stelle angeguckt mit dem Arm? Nein. Nee, ich glaube auch nicht dazu, dass ich den Film angucke, nachdem wir ihn so zerrissen haben. Was man aber bitte noch dazu sagen muss, dass das eine wahre Geschichte ist. Aha. Es gab diese Molly Bloom wirklich. Und ihr Leben so. Ich liebe wahre Geschichten. Ich mag das. Ich gucke das gerne. Ja, so meistens so Oscar-Material dann, ne? so Biopics und irgendwas, was auf realen Sachen basiert. Das klingt ja auch fast so ein bisschen in die Richtung, wenn ich so die Darsteller lese und die Geschichte vielleicht. Ich habe direkt, der Chris hat noch direkt quasi in den letzten 10 Minuten die Bewertung online gestellt, noch bevor der Film aus war. Und ich habe ihm direkt 10 Punkte gegeben. Was? 10? Hammer Film. Ich fand 10 den super. Punkte, okay, dann muss ich den mal irgendwie. Wann startet der? Der startet, jetzt bin ich unvorbereitet, warte, ich muss mal hochscrollen. Am 8. März. Oh, kurz nach meinem Geburtstag hier. Mhm. Ja, nein, geh ich nicht ins Kino, nee, dann. Übernächste Woche. Dann. Nee, also ja, na eben, absolute ich habe bald Geburtstag, na eben. Ja, wenn du sagst. Ja. Ja, eben, die Zeit vergeht. Ja. Krass. Ja. Ja, cool. Ja, Molly's Game, echt empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob den schon jemand anders hatte in der Sneak Preview. Ich kriege ja immer mal so Meldungen bekommen. Ich kriege ja immer mal so WhatsApp, aber ich habe gerade irgendwie, dadurch, dass ich so unterwegs war, da bin ich irgendwie so voll so in einer anderen Welt gedanklich, da komme ich gar nicht dazu, mich so mit den ganzen Hobbys. Ja, und dann ist auch mein Koffer noch nicht da. Ich mag ja sowieso ungern Koffer aufgeben, aber wenn ich eine Woche irgendwo hin muss, dann brauche ich ja doch ein bisschen mehr. Mhm. Und die KLM hat es bis jetzt noch nicht geschafft, mir, also im Rückflug, Hinflug dachte ich ja, Hinflug, weil da habe ich Ryanair genommen, weil die haben einen Direktflug ab Stuttgart für einen Fuffi, kannst du hinfliegen nach Dublin, cool. Da hatte ich schon erhebliche Bedenken, dachte ich, Ryanair, billig Airline und so.
wer weiß, ob das gut geht und so. Alles wunderbar geklappt. Ich meine, drin im Flugzeug, das muss man halt ignorieren, diese ganzen Werbespots und sowas. Da habe ich eh Kopfhörer auf. Aber jetzt, Rückzug, dachte ich, ja, KLM, das läuft. Ja, mein Koffer nicht auf dem Band. Genauso von etwa 20 anderen noch. Ne? Verlustanzeige aufgeben. Jetzt ist er wohl ist er da. Also der ist ja, kann ja nicht weg sein. Er ist ja da. Und der sollte mir heute zugestellt werden. Jetzt bin ich extra den ganzen Tag nicht weg gewesen, weil es geheißen hat, ja, die bringen mir den vorbei. Bis jetzt ist nichts da. Die kommen wohl, sie wollen wohl bis um 10 wollen sie den wohl zustellen. Da bin ich mal gespannt. Das ist nicht mehr lange hin. Natürlich, also ich weiß noch, als meiner mal verloren gegangen ist, dann haben die gesagt, die bringen den am nächsten Tag, haben die dann gesagt, sie rufen vorher an, haben die angerufen, Viertelstunde später war er da. Also das hat wirklich super funktioniert, ja. Das war allerdings auch Emirates. Bei mir bis jetzt noch nicht, ja, KLM ist jetzt auch nicht gerade irgendwie... Ja, eigentlich nicht, nee, ne? Naja, egal, wird schon irgendwie ankommen, hoffe ich mal, sonst... bin ich etwas dünner unterwegs morgen auf Arbeit dann. naja, gut. Deine Wertung hast du, wissen wir, was der Chris gegeben hat? Ah ja, hier sehen wir es, die 8. Chris hat eine 8 gegeben. Und die Sneak-Tipps für morgen quasi? Ich bin noch nicht so weit. Ich habe nämlich gerade noch festgestellt, dass Film ja auch für bestes adaptiertes Drehbuch nominiert ist. Ja gut, das ist Aaron Sorkin halt, hat er wahrscheinlich auch das Drehbuch geschrieben. Ne? Also schreiben kann er schon gut. Klar. Ja, schon. Der Tipp für... Für morgen. Da. Ich finde ihn gerade nicht. Meine Seite aktualisiert nicht, Entschuldigung. Ich habe ihn, dann mache ich es mal. Der Tipp lautet, immer wieder Helen. Und die Lena hat getippt Winchester, das Haus der Verdammten. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wie da Helen... Weil Helen Mirren da mitspielt. Achso, Helen Mirren spielt da mit. Okay. Weiß nicht, habe ich noch nichts davon gehört gehabt, aber es könnte natürlich sein. Mit Helen Mirren habe ich dann nachher auch noch was, glaube ich. Nee, Quatsch, nicht Helen Mirren. Habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Helen Mirren? Also ich weiß nicht, was Facebook gerade macht, aber es zeigt mir das nicht richtig an. Winchester, das Haus der Verdammten. Mal gucken, was hier steht. In der IMDb, worum es hier geht. Und los, das war ein Gruselhaus, Haunted House Film. Ja. Ja. Da werden immer Leute umgebracht mit einer Winchester Rifle, also mit einem Winchester Gewehr hier mit so einem schauen wir mal. Das ist der einzige Tipp auch. Ich habe mich nicht informiert. Ich war, wie gesagt, ein bisschen... Ja, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, dann werde ich es noch mit rein posten. Dann, liebe Hörer, dann könnt ihr das lesen bei Metropol Sneak in unserer Facebook-Gruppe. Und ich habe auch noch Filme geschaut, nämlich im Oscar-Check habe ich mir 2 Filme angeschaut. Der erste Film ist Lady Bird. Der nominiert ist für 5 Oscars, nämlich für besten Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und die anderen 2 weiß ich gerade nicht. Die Hauptdarstellerin wird gespielt von Saoirse Ronan, die ist nämlich auch eine Irin und dieser Vorname, der sich schreibt Saoirse, der spricht sich Saoirse, musste ich dort erfahren. Laurie Metcalf spielt noch mit. Die Saoirse Ronan, die kennt man zum Beispiel aus diesem Film, wie hieß denn der noch, wo die durch ganz Europa geflüchtet sind. Da, wo die dann so Rache genommen hat, wo dann das Ende in dem Berliner, in diesem alten Vergnügungspark war, in diesem total verrotteten Vergnügung. Weißt du nicht, was ich meine? Ich weiß es nicht. Warte mal, lass mich mal nachschauen. Das muss ich jetzt mal sofort wissen hier. Bei mir tut es gerade zum Glück. Wer ist Hanna? Genau, wer ist Hanna? Hanna? Okay. Ja, bei Seelen hat es auch noch mitgespielt. Jedenfalls, entgegen dem, also das Poster... lässt ja irgendwie vermuten, also die steht ja da so da mit ihrem Kranz im Haar und im Hintergrund sieht man so ein Kreuz. Man denkt, ich habe erst so gedacht, boah, das ist bestimmt irgend so ein religiöses irgendwie im Kloster irgendwas. Und ist es eigentlich nicht. Also sie geht auf eine katholische Schule in Sacramento in Kalifornien. Und da hatte mich eine Kollegin draufgebracht, weil die ist in der Nähe da aufgewachsen, tatsächlich dort in der Nähe und die wollte auch gern den Film sich anschauen. Deswegen, jedenfalls wächst die Saoirse Ronan, wie heißt die in der Rolle eigentlich? Christine McPherson, genau, die wächst dort auf und kommt halt so langsam in das Alter, wo sie dann halt auch so ein bisschen ihren eigenen Weg finden will. Das ist also so eine Coming-of-Age-Geschichte, wenn man es so nennen möchte. Und sie ist auf diesem
katholischen, auf dieser katholischen Schule, da gibt es natürlich gewisse, ja, gewisse Grenzen, die du nicht überschreiten kannst. Und da wird halt, was weiß ich, wenn ein Mädchen mit einem Junge erzählt oder so, wird halt schon genau hingeguckt von diesen Nonnen, die da rumrennen. Und das ist aber trotzdem, wirkt das schon wie eine normale Schule, bloß dass da halt irgendwie ein paar Nonnen auch noch mit sind. Und die haben dann auch so, so religiösen Unterricht oder irgendwelche Sessions, wo da irgendjemand was erzählt. Und also dahingehend macht sich das schon deutlich, dass sie auf dem katholischen Gymnasium sind. Aber letztendlich ist es wie so ein normales Gymnasium dort. Aber dadurch, dass sie halt langsam so ein bisschen rebellischer wird und ihren eigenen Weg finden will, eckt sie da auch so ein bisschen an. Und dann kommt es natürlich auch, wie es kommen muss, dann so mit erster Liebe oder Schwärmereien und Liebe. Und sie, dadurch, dass sie auch ihren eigenen Weg finden will und sich selber definieren will, gibt sie sich auch selber einen Namen. Also sie heißt ja eigentlich Christine McPherson und gibt sich selber den Namen Lady Bird und will auch von allen Lady Bird genannt werden. Das zieht sie halt auch durch. Also fängt an bei ihrer Mutter, die sagt dann, oh, was soll denn das jetzt und so, ne? Aber irgendwann wird sie dann auch immer Lady Bird genannt und so heißt ja dann auch der Film. Und ihre Familie ist so, naja, die kommen gerade so über die Runden, würde ich mal sagen. Also ihr Vater, gespielt von Tracy Letts, ziemlich gut, den kennt man auch aus einigen anderen Rollen. Und die Mutter, eben gespielt von Laurie Metcalf, kennt man auch. Die kommen so ein bisschen über die Runden, wollen natürlich alles für ihre Tochter tun. Und dann schwankt halt auch so dieses Verhältnis immer zwischen, ja, zwischen, dass sie ihre Eltern eben irgendwie total mag und dann auch wieder ist ja halt total rebellisch, möchte aufbegehren und sie möchte ja auch gerne sowieso auf ein College gehen in New York. Und das ist natürlich auch schwierig für die Eltern, das dann auch zu bezahlen. Alles kostet ja eine Menge Geld in den USA und die haben halt kaum Geld und leben auch in einer nicht allzu guten Gegend. Und sie flunkert dann auch, oder der einen Freundin, die sie hat, mit der, die kennen sie schon seit Kindertagen, mit der kommt sie super klar. Und sie will dann auch neue Freunde kennenlernen. Da gibt es dann so eine ganz, so dieses, so richtig so Cheerleader-Mädchen-mäßig, ne, so richtig, die viel Geld hat und so. An die schmeißt sie sich dann ein bisschen ran und der kann sie natürlich nicht sagen, dass sie dort in dieser etwas schlechteren Gegend wohnt. Da gibt sie dann vor, dass sie woanders wohnt. Und das sind halt solche Sachen, die so ein heranwachsendes Mädchen, so Themen, die sie beschäftigt. Das Ganze so ein bisschen so episodenweise so rausgerissen. Man merkt schon irgendwie so einen roten Faden, der da durchgeht, aber das ist jetzt nicht so, dass man wirklich, jetzt kommt der eine Tag, dann kommt der nächste Tag, dann kommt der nächste Tag, nächste Tag, nächste Tag. Manchmal wird dann halt auch mal so ein bisschen gesprungen. Ja, da vergeht mal ein bisschen mehr Zeit und wir sehen eigentlich so, wie sie mit dem Leben in dieser kalifornischen Stadt, was doch etwas bieder ist, halt keine Großstadt, keine richtig, wenn man sich kreativ irgendwie ein bisschen austoben will, bietet es gar nichts und so diese ganze Gegend ist zwar so vom Wetter her ganz nett, aber ja, ist halt nicht viel, da kommt sie halt rein und sie will halt eigentlich viel mehr und das gibt halt ihre Umgebung nicht her und wie sie da versucht ihren Weg zu finden, darum geht es in diesem Film. Das Ganze ist ziemlich gut inszeniert und auch großartig gespielt. Für mich hat allerdings so der letzte Kniff hat für mich gefehlt. Weil so dieses, es ist ja auch als ja, Comedy/Drama irgendwie eingruppiert. So richtig ist es nichts von beiden. Ist halt wirklich so eine Geschichte, die so vor sich hin plätschert, in wirklich tollen Bildern erzählt. Fast so ein bisschen von der Stimmung her, so ein bisschen wie Garden State, weißt du, da wurde auch so, ja, diese Gegend gezeigt und die Person, allerdings so dieses Zauberhafte, was Garden State hat, das hat der Film nicht und das hätte mir bei dieser Grundstimmung eigentlich so ein bisschen gefehlt und dann, es ist halt, ich denke mal so für Mädchen oder für Frauen ist dieser Film bestimmt noch mehr was, weil die sich da vielleicht noch ein bisschen mehr reindenken können in dieses Ganze. Für mich war es dann manchmal so, ach nee, jetzt, okay, wenn es dann so um Mädchenthemen geht, in Anführungszeichen, ne? Aber ein sehenswerter Film, gerade jetzt in der Oscar-Vorbereitung, auf jeden Fall mal gucken, wer sich dafür interessiert für die Oscars und das ist auf jeden Fall ein Top-Film. Also ich habe, wo ich den jetzt auch wieder gesehen habe, dachte ich, boah, dieses Jahr ist wieder ein richtig gutes Oscar-Jahr. Manchmal, da gab es in einem Oscar-Jahr zum Beispiel
da habe ich mich dann so durchgekämpft. Ich weiß nicht mehr, welches war, wo ich so The Fighter und The Wrestler und sowas, das war irgendwie alles nichts so für mich, diese Filme so richtig. Aber dieses Jahr richtig eine große Bandbreite an Themen, an wichtigen Themen auch. Gute Darsteller, ja, hammerhart. Weiß gar nicht, ich muss mal kurz nachgucken, was ich dem Film gegeben habe hier bei Letterboxd, weil da habe ich das schnell mal reingetippert hier. Muss ich mal in meinen Diary reingucken. Ich habe 4 von 5 Sterne, also es würde in der 10er-Skala 8 von 10 sein. Ja. Interessiert er dich? Kannst du vielleicht mal später im Stream oder so? Dann ja, ich will ihn auf jeden Fall sehen. Ja, merken wir mal vor. Auch gerade im, also ich würde ja insofern so viel gern noch vor den Oscars gucken. Aber ich schaff's nicht. Also ich wüsste es nicht, wann ich die Woche noch in 2, 3 Filme gehen soll. Ich bin ein bisschen froh, dass ziemlich viel in das Sneak kam. Ja, das war wieder sehr ziemlich schön. Ziemlich viele Filme schon kennen und das finde ich ganz gut. Aber so gerade so Lady Bird würde ich gerne sehen. Dann kommt noch ein Film, den du noch gleich vorstellst. Den würde ich auch gerne noch sehen. Aber zeittechnisch schaffe ich das vor den Oscars nicht mehr. Noch ganz vergessen, bei Lady Bird spielt auch Lucas Hedges wieder mit. Hatte ich ja letztens schon gesagt. Also der hat wirklich eine gute Rollenauswahl. Hier hat er wirklich eine tolle Rolle, finde ich. Also ich will nichts verraten, aber das ist mal ein Crush von ihr, also in den sie sich verknallt und wirklich ziemlich gut. Und die wollen dann so ein Musical auch aufführen an dieser Schule und da spricht sie dann auch mit vor und so. Und die hat auch mit ihrer Freundin, das ist schon alles sehr, sehr gut dargestellt. Ich glaube, 8 von 10. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht Tendenz noch weiter nach oben. Vielleicht, ich muss noch ein bisschen den setzen lassen, weil ich hatte letzte Woche so einen Kopf so voll mit anderen Dingen. Vielleicht, ich konnte noch nicht so richtig intensiv über den Film noch ein zweites Mal nachdenken. Vielleicht steigert sich das bei mir noch ein bisschen, weil hast ja manchmal, wenn du dann so nach ein paar Wochen oder so, fällt dir nochmal ein Film ein, denkst, eigentlich würdest du den jetzt gerne nochmal gucken, weil der dich bewegt hat und so. Dann stellst du fest, eigentlich fandst du den besser, als du beim ersten Mal vielleicht gesehen hast. Ja, ja, also Lady Bird, cooles Ding. Ja, nicht verwirren lassen von diesem Poster mit diesem Kreuz und so und wo sie diese so komisch, so andächtig dasteht oder so. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte einfach, ja. Vielleicht eine bewusste Verwirrung, die da gemacht werden sollte. Nächster Film im Oscar-Check diese Woche. Die Verlegerin. Oder im Original, wie ich ihn geguckt habe, The Post. Neuer Film von Steven Spielberg, den ich ja immer noch über alles schätze. Der hat bei mir immer noch so viel Credit. und Meryl Streep in der Hauptrolle mit Tom Hanks zusammen. Und Meryl Streep ist ja für mich so ein Phänomen. Ich kann das nicht verstehen, dass die immer nominiert wird bei den Oscars. Es ist halt einfach so. Wahrscheinlich irgendwie so aus, das ist fast so wie Duke Nukem Forever damals. Es wird halt immer wieder mit genannt, weil es halt einfach so ist. Aber ich komme jetzt gleich mal dazu. Ich muss mal ganz kurz hier noch bei IMDb. Jetzt gebe ich natürlich die Post ein. So wird es nicht. The Post muss ich eingeben. Die Verlegerin. Worum geht's? Die Meryl Streep spielt die Rolle von, oder spielt Kay Graham. Und die ist seinerzeit in den 70er Jahren Verlegerin der Washington Post. Und die Washington Post steht immer so ein bisschen quasi im Schatten so von diesen anderen Zeitschriften, zum Beispiel die New York Times oder sowas, die ja wesentlich näher dran am Geschehen ist und besser berichtet, während so die Post immer eher so die Hofberichterstattung, nenne ich es jetzt mal, in Washington macht, so irgendwie, wenn, was weiß ich, irgendwie eine First Lady ein neues Kleid hat oder sowas. Und dagegen haben sie so ein bisschen auch zu kämpfen. Sie wollen natürlich auch wichtig sein, wie jede Publikation, wie jede Zeitschrift, wie jedes Magazin, will natürlich seine Reichweite haben und will irgendwie eine gewisse Relevanz haben. Und damals gab es ja noch kein Internet oder sowas. Da wurden halt die Nachrichten über Zeitungen verteilt. Das heißt, wer informiert sein wollte, hat sich früh eine Zeitung gekauft und hat die halt gelesen und wusste, worum es in der Welt geht. Und in dieser Zeit spielt das. Da wurden halt auch noch richtig die Zeitung noch gesetzt mit Lettern und so. Das wurde auch noch so gezeigt im Film. Tom Hanks spielt ihren Chefredakteur, der quasi auch so die Storys dann immer ranholen muss und die verteilen muss unter seinen Redakteuren. Und eines Tages, oder sie bekommen halt immer wieder
Gegenwind von der New York Times, die halt immer schneller ist mit ihren Stories. Und eines Tages veröffentlicht die New York Times mal eine oder einen Auszug einer Studie, die in Auftrag gegeben wurde unter Präsident Johnson, glaube ich, in der Zeit des Vietnamkriegs oder vorher schon, die sogenannten Pentagon Papers. Und darin wurde halt untersucht, die Beziehung zu Vietnam zwischen 1945 und 1967. Das heißt, die USA haben sich ja relativ schnell positioniert im Südvietnam und haben sich da engagiert gegen den Vormarsch quasi der kommunistischen Kräfte, die unterstützt wurden von der Sowjetunion eben. Das war ja so ein Alibi oder so ein Krieg, der quasi so ein Stellvertreterkrieg, jetzt habe ich richtiger Name, mir nicht eingefallen. Und da gab es eben in dieser Studie, die dort veröffentlicht wurde, die diversen Präsidenten auch zur Verfügung stand und die diverse Präsidenten kannten und sich darauf berufen, stand halt so sinngemäß drin, das macht überhaupt keinen Sinn, dort Krieg zu führen. Zum einen werden wir am Ende verlieren und das war auch alles ordentlich dargelegt und wir werden dort jede Menge Soldaten verlieren, aber keiner der Präsidenten, die in der Zeit gedient haben, hat sich getraut, die Truppen quasi zurückzuholen. Und weil es sonst heißen würde, ja, der es zurückholt, der gibt ja damit quasi das bekannt, dass verloren ist. Ja. Deswegen hat sich das keiner getraut. Jeder hat neue Truppen entsandt nach Vietnam, die dann irgendwie verbrannt wurden dort. Und diese heiklen Papiere sind bei der New York Times gelandet, die einen Auszug veröffentlicht hat. Und dafür wurde sie aufs Schärfste vom Bundesstaatsanwalt und was ist so die höchste Instanz, Bundesgerichtshof dort in den USA oder sowas. Wahrscheinlich, oder? Angegangen und die durften halt nicht mehr veröffentlichen und unter Strafandrohung, weil sie eben Geheimnisse, Confidential Items dann eben disclosed haben, durften die halt nicht machen und unter wirklich Gefängnisandrohung, richtig lange Gefängnisstrafen durften die das nicht veröffentlichen. Jetzt ist aber gleichzeitig der Washington Post, sind auch diese Dokumente später über eine Quelle zugespielt worden. Und jetzt standen die natürlich vor der Frage, veröffentlichen wir das jetzt, also die vollständigen Unterlagen, beziehungsweise Auszüge davon, die New York Times jetzt noch nicht veröffentlicht hatte, weil die haben sich jetzt nicht mehr getraut. Oder machen wir es nicht? Ja, setzen wir da vielleicht alles aufs Spiel oder machen wir es nicht? Und gleichzeitig wurde noch am Anfang gezeigt, dass die Meryl Streep gerade in Verhandlungen stand, um die Washington oder hat nach Investoren gesucht für ihre Zeitung, für ihre Washington Post, um die eben finanziell auf stabilere Beine zu stellen. Und gerade wenn du dir so Investoren ins Haus holst, die wollen ja dann auch meistens alle noch mitreden oder haben da vielleicht auch eine Meinung dazu, ob das so gemacht werden soll oder nicht. Und das war halt nachher auch ein Thema. Und weil Meryl Streep und Tom Hanks dann auch Gefahr gelaufen sind, dass sie eventuell sogar lange, lange Zeit in Knast müssen, wenn sie das auch veröffentlichen. Ja? Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt. Und dann gab es dann auch eine größere Verhandlung noch. Und da gab es einen Rechtsanwalt, der hat sie beraten. Das war der Typ, der bei Fargo in dieser Netflix-Staffel da, der eine mit den roten Haaren, das fällt mir gerade der Name nicht ein, weiß bestimmt, wen ich meine, oder? Zumindest ich habe Fargo nicht gesehen. Jesse Plemons heißt der Schauspieler. Ah, aber den Namen kenne ich, ja. Ja, der hat in diversen Filmen hat er mitgespielt. Bei Barry Seal hat er auch mitgespielt. Und, ja, Bridge of Spies. Ein sehr, sehr cooler Film, muss ich sagen, die Verlegerin. Und deswegen habe ich vorhin in der Einleitung gesagt, dass ich nicht verstehen kann, dass Meryl Streep ständig hier nominiert wird für einen Oscar. Hier habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das ist wirklich eine richtig, richtig tolle schauspielerische Leistung von ihr. Also hier sehe ich es für mich auch, ich habe jetzt nicht alle ihre Filme gesehen, die dann so nominiert waren. Manchmal war sie auch nur für irgendeinen Darsteller Oscar nominiert, da habe ich manchmal vielleicht den Film nicht gesehen. Aber hier fand ich es wirklich absolut gerechtfertigt, dass sie da nominiert worden ist. Ganz, ganz toll gespielt. Tolle Szenen, auch mit Tom Hanks zusammen. Wunderbar.
auch dieser ganze Cast, auch mit diesen anderen Regisseuren, weil sie bekommen dann diese Papiere zugespielt, müssen die noch sortieren und alles, weil da kommt so ein wilder Wust an Papier rein und ganz, ganz toller Film. Also wer so ein bisschen so, ja, in dieser Zeitungswelt und so, wer da ein bisschen was damit anfangen kann, wie so die Abläufe sind. Wie gesagt, die haben dann mehrfach so gezeigt, wie dann auch so die Zeitungen richtig gesetzt wurden, ja, so die Artikel, bis die dann von dem Moment an, wo sie geschrieben wurden, mit der Schreibmaschine noch und dann ging die noch so zum jemand, der das noch redigiert hat und dann zu dem Setzer, der dann wirklich jeden Buchstaben einzeln dann da rein und an die richtige Stelle und dann wurde die Zeitung produziert. Also ein richtig sehr nostalgischer Film auch in der Hinsicht und dann an sich die Story war natürlich hochbrisant, gerade in Zeiten so von WikiLeaks oder so. Damals waren halt die Zeitungen diejenigen, die das veröffentlicht haben und freie Rede und freie Meinungsäußerung ist natürlich das höchste Gut. Und das wird hier in dem Film auch sehr, sehr gut gezeigt. Ne? Also ich fand ihn noch einen Ticken besser als Lady Bird. Ich habe den auch bei Letterboxd ein halbes Sternchen mehr gegeben. Das würde also der 10er-Skala irgendwie 9 bis 9,5 von 10 entsprechen. Weil der hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Es ist halt so dieses Steven Spielberg-typische Inszenierung, wirklich gute Personendarstellung. Der Janusz Kaminski hat wieder die Kamera gehabt, also das merkst du halt auch, das ist ein eingespieltes Team, die liefern halt einfach Top-Ware ab, das gibt's nicht anders zu sagen. Wirklich ganz, ganz toller Film, The Post. Für mich momentan so ein bisschen in der Oscar-Wertung, Three Billboards auf Platz 1, Post auf Platz 2. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was eigentlich noch so alles nominiert ist. weil Lady Bird, ich glaube nicht, das ist Platz 3. Ich weiß nicht, was hatte ich denn eigentlich jetzt alles schon gesehen? Haben wir eigentlich wieder ein Tippspiel? Nö, diesmal nicht. Oh, okay. Nee, zu viel Aufwand diesmal. Also da kam mir beruflich da zu viel. Da Shape of Water definitiv nicht. Jetzt gucke ich mal bei Best Picture. Nee. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Wobei wir da ja auch echt relativ alleine stehen mit der Meinung bei Shape of Water. Da kommen wir später nochmal dazu. Kommentaren. Ja. Ich sehe gerade, dass der Film, den ich gerade besprochen habe, der ist gar nicht für den besten Film. Doch, The Post, Entschuldigung. Ja, ich habe jetzt gerade nach die Verlegerin. The Post, also von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, ja, Three Billboards, The Post, dann ist Lady Bird doch auf Platz 3. Dunkirk Platz 4. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Shape of Water definitiv nicht. Get Out habe ich noch gesehen. Ich finde es immer so ganz schlimm, einen besten Film auszumachen, wenn die sich so extrem unterscheiden. Ich meine, du musst ein Kriegsdrama wie Dunkirk ganz anders bewerten wie ein Coming-of-Age-Film wie Lady Bird. Und dann zu sagen, der ist besser, finde ich immer extrem schwierig. Also, der Umkehrschluss würde ja bedeuten, dass alle nur ähnliche Filme drehen, die dann ins Rennen gehen. Das auch nicht, aber das ist so, die sind halt so komplett anders. Weißt du, ich meine? Ja. Und dann hast du noch ein Shape of Water dazwischen. Das ist so, ja. Also ich verstehe den Sinn dahinter natürlich, dass man den besten Film des Jahres kürt und so, ne? Alles gar kein Problem. Nur wenn ich mir dann halt die Nominierten angucke, denke ich mir, das ist halt sehr weit voneinander alles entfernt. Ja, ist halt so. Das sind ich halt möchte nicht jedenfalls nicht. Gleich, ja. Deswegen ist ja manchmal so spannend dann auch. Ne? Nicht wie manche Jahre, wo alles irgendwie so ähnlich war. Und bin mal gespannt, was dann wird. Also ich tippe auf Three Billboards. Das wäre auch mein Favorit, den fand ich. Von denen, was ich bis jetzt gesehen habe, noch am besten. Mir fehlt noch dieser Phantom Thread, heißt der. Mir fehlt noch Darkest Hour und Call Me By Your Name. Dann habe ich es eigentlich. Das sind drei. Müsste ich in der Woche irgendwie... Ja, Call Me By Your Name ist ja, glaube ich, auch noch so ein Coming of Age, ne? Na, mal gucken. Mit diesem Jungen. Okay, dann war es das eigentlich diese Woche mit den gesehenen Filmen. Ich werfe dann mal einen Blick, was jetzt noch so diese Woche anläuft in der Vor-Oscar-Woche in den Charts und Neustarts. Kinocharts und Neustarts. Wo ist denn jetzt mal mein Tab? Ach, hier ist mein Tab. In Stuttgart auf Platz 10. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Eine Schande, dass das so schlecht platziert ist. Und eine Schande, dass das hinter Platz 9 ist, nämlich Shape of Water. Es müsste wenigstens umgedreht sein. Platz 8, Wenn die zwei, Freundschaft für immer, hey. Platz 7, Die Verlegerin, also The Post, über den ich gerade gesprochen habe. Unbedingt reingehen, angucken. Platz 6, Alles Geld der Welt. Platz 5, Maze Runner, Die Auserwählten in der Todeszone. Platz 4, Wunder. Platz 3, Die kleine Hexe. Platz 2, 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Und Platz 1, Black Panther. Pah. Hast du schon gesehen? Nee. Nö. Wann denn? Ich hab keine Zeit. Wenn ich Zeit habe, bin ich kaputt. Black Panther, ja. Okay, dann was startet neu? Wenn ich jetzt mal meine... Wo ist denn meine? Ach, hier. Ha, hier ist es. Red Sparrow startet diese Woche, stimmt. Mit Jennifer Lawrence und Mary Louise Parker. Ein kompromissloser Spionage-Thriller mit Jennifer Lawrence als russische Spionin, die einen CIA-Agenten verführt. Doch bald ist nicht mehr klar, wer wen täuscht. Puh. Oh, Call Me By Your Name startet diese Woche. Okay, dann werde ich den noch gucken. Irgendwie. Romantisches Coming-of-Age-Drama um die Beziehung zwischen dem 17-jährigen Elio und dem älteren Oliver, die einen traumhaften Sommer in Italien verbringen. Ah, okay. Das schweigende Klassenzimmer, DDR-Drama nach einer wahren Geschichte über eine Schulklasse, die wegen einer menschlichen Geste zu Staatsfeinden erklärt und von der Stasi verfolgt wird. Da habe ich jetzt den Trailer gesehen und ich hätte voll Bock, den zu sehen, den Film. Klingt interessant. Also wenn das nach einer wahren Geschichte ist, ja. Also ich finde es immer sehr bedrückend, weil ich musste ja sowas selber miterleben, solche Geschichten damals. Also ist halt immer, deswegen habe ich mich auch ein bisschen gescheut damals hier, Das Leben der Anderen, der war ja auch Oscar nominiert, habe ich mich lange davor gescheut, das zu gucken, weil ich finde es immer sehr schwierig, wenn dann manchmal auch die, ja, irgendwie so die Stasi-Mitarbeiter so nach dem Motto, ja, das sind halt auch nur Menschen, die da irgendwie irgendwo da reingeraten sind und so. Also die ich so kannte, die haben sich das schon sehr wohl ausgesucht und die haben auch sehr gut davon profitiert. Deswegen, das kotzt mich immer an, wenn ich dann sowas sehe. Aber gut, das klingt auf jeden Fall interessant. Das Schweigen wäre doch schön mal in der Sneak gewesen. Wieder nicht hier. Game Night mit Rachel McAdams und Jason Bateman. Eine Komödie über einen folgenreichen Spieleabend, der unerwartet Realität wird, als einer der Teilnehmer entführt wird. Puh. Sieht ja ganz lustig aus. Wäre auch mal schön gewesen in der Sneak. Die Biene Maya, die Honigspiele. Der Fortsetzung des niedlichen Animationsabenteuers Die Biene Maya tritt die knuffige Maya bei den alljährlichen Honigspielen für ihren Bienenstock an. Und da habe ich den Trailer ja schon mehrfach gesehen, weil wir ein paar Kinderfilme waren. Und das sieht schon sehr aus nach Tinkerbell, die großen Feenspiele. Also auch so von den... Es tut mir leid, ich habe gerade ernsthaft die Hungerspiele verstanden. Die Honigspiele. Ja, und die Hungerspiele habe ich immer verstanden. Da habe ich gedacht, was macht Biene Maya jetzt bei Panem? Das sind aber die Honigspiele. Und das sieht sehr aus wie bei Tinkerbell gibt es ja einen Film... Die großen Feenspiele. Das sieht schon sehr kopiert aus, muss ich sagen. Das, was ich im Trailer gesehen habe, auch so die Geschichte, die da dahinter steckt, ja, hat sich irgendwie, ja, fällt dir nichts mehr ein bei Biene Maya. Mein Freund, die Giraffe, läuft noch an. Ein Kinderfilm über zwei außergewöhnliche Freunde, die am selben Tag geboren wurden. Der kleine Junge, Digger Tier Dab und die langhalsige Giraffe, Raff. The Virgin Psychics. Was ist denn das? Steht überhaupt keine Beschreibung da. Mit das klingt nicht gut. Mika Akitsuki, das klingt schon sehr basiert auf einer japanischen Comedy-Drama-Science-Fiction-Serie. Nee, Quatsch. Ein japanischer Comedy-Drama-Science-Fiction-Film, so rum. Ist die dritte Adaption einer Manga-Serie. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Also wenn das die Serie, also hier haben sie beschrieben, worum es in der Serie geht. Da bekommt eine Teenagerin während der Masturbation plötzlich psychische Kräfte, übersinnliche Kräfte. Das klingt ja sehr seltsam. Ja, das klingt doch sehr Manga. Sehr japanisch, ja. Das war es aber auch schon mit den Filmen für diese Woche. Ein Oscar-Kandidat, Red Sparrow, ist auf jeden Fall mit dabei. Klingt auch interessant. Also Oscar-Kandidat wäre Call Me By Your Name.
Und die anderen klingen auch nicht schlecht. Also, ja. Cool. Ist auf jeden Fall für jeden irgendwas dabei. Und bin ich auch mal gespannt, ob bei der Rätselecke für jemand was dabei war. Rätselecke. Ob du was bekommen hast, ob da irgendjemand, hat jemand eigentlich geraten oder versucht zu raten, wo ich gelandet bin? Ich habe am Anfang extra noch nicht so geschrieben, wo ich hin... Nee. Ich habe auch nur eine einzige E-Mail bekommen. Also entweder haben die Menschen aufgehört, mir zu schreiben, oder irgendwas stimmt mit dem E-Mail nicht. Also irgendwie, weiß ich habe von Thomas so eine Mail bekommen. E-Mail muss eigentlich, hat meins eigentlich nicht funktionieren. Ja. Er hat deins nicht erraten. Nee, da, also, bei deinem schreibt er Didi und die Rache der Enterbten. Das stimmt sogar. Didi und die Rache. Pass auf, du, das ist eine Taucheruhr. Wozu brauchst du denn eine Taucheruhr? Na, wenn ich mal tauche. Das ist wohl, wo es ihm, wo er quasi diese Geldeintreiber das Zeug da wegnimmt. Ja, das stimmt. Didi und die Rache der Enterbten. Jawohl. Richtig geraten, Thomas. Meins hat keiner erraten. Hast du eine Vermutung gehabt? Ich lies es nochmal vor. Vielleicht fällt es mir jetzt ein. Als seine Schwester bei einem heiklen Museumstransport von skrupellosen Gangstern getötet wird, reist ein Polizist nach Los Angeles, um die Verbrecher zu finden. Dort wird ihm ein unkonventioneller Partner zur Seite gestellt, der absolut keine Lust hat, den neuen Kollegen zu bemuttern. Das klingt nach irgendeinem Buddy-Film mit Bruce Willis oder so. Nö. Nee. Rush Hour. Rush Hour, stimmt, ja. Ja. Klar. Mit Jackie Chan und ja. Ja, ja. Ja, klar. Da gibt es bald eine Serie, habe ich gehört, ne? Ja, aber die ist, glaube ich, schon wieder abgesetzt worden in den USA. Ach so. Nach einer Staffel. Naja. Naja. Sure. Gut, nee, aber dann stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Hast du denn ein neues Rätsel? Klar. Sag mal nochmal kurz, wie es funktioniert. Also, jetzt kommt eine Filmbeschreibung von der Kate über einen Film, der jetzt irgendwann vergangenes Wochenende oder letzte Woche im Fernsehen lief, hier im Deutschen. Und ihr versucht das mal zu erraten, um was es hier geht. Und schreibt dann die E-Mail mit eurem Lösungsvorschlag an Kate mit K, kate@kinocast.net. Ihr habt gehört, Kate möchte eure Post haben. Schreibt. Und später kommt noch ein Zitat von mir, da versucht er auch zu erraten. Okay, schieß los. Die von untreuen Männern frustrierte New Yorker Kunstrestauratorin zieht in eine Model-WG und verliebt sich in den undurchsichtigen Nachbarn von gegenüber. Doch schon bald verdeckt sie ihn eines Mordes. Gemeinsam mit ihren Freundinnen ermittelt sie auf eigene Faust gegen ihn. Ach du großer Gott. Klingt auf jeden Fall wie ein Film, den ich mir nicht angucken würde. nee, habe ich jetzt auch noch so spontan keine Idee, aber vielleicht haben ja unsere Zuhörer irgendwelche Ideen. Bin ich gespannt. Ich hatte noch ein Zitat aus einem Film, der nicht am Wochenende lief, aus einem meiner Lieblingsfilme. Wenn du vorhattest, mir das Leben zu versauen, hättest du früher kommen müssen. Mal sehen, ob das jemand kennt. Ist nicht mehr der neueste Film mittlerweile. Ist schwierig. Aber ist ein cooler Film. Jawohl. So, was haben wir denn noch so? Ja, ich habe hier für den Chris eigentlich das Thema Eishockey Olympia reingeschrieben, aber wenn er nicht da ist. Tja, ich bin da nicht so richtig aussagekräftig. Dann müssen wir warten, bis er wieder da ist, beziehungsweise da in seinem Pausentee. Könnt ihr drüber nachhören. Aber wir haben Kommentare gekriegt. Einer kam jetzt noch während der Aufnahme rein. Der erste Kommentar ist auch von der Steff. Sie hat nämlich Shape of Water gesehen. Und laut Erik, also mir, soll es ja nur um Sex mit einem Fisch gehen. Ja, habe ich so nicht gesagt. aber man kann es so zusammenfassen. Habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es eine von vielen Sachen war, die mich an dem Film gestört haben. Und ich war auch nicht der Einzige, der das so fand. Ja, also nicht nur ich. Es gab da noch ein paar andere. Sie fragt sich, welchen Film ich denn gesehen habe. Man sieht doch gar nichts. Aber keiner hat mich vor der unnötigen Brutalität gewarnt. Was sollte das mit den Fingern? Ja, nicht nur mit den Fingern, auch dass es dann irgendwie vor sich hingammelt. Der Film besteht einfach aus so vielen Szenen, wo man sagt, ach Mensch, das hättest du einfach lassen können. Das ist einfach völlig unnötig da. Wie eben dieser Sex mit diesem Amphibienwesen da, wie eben diese Sache mit den Fingern, ich will jetzt nicht alles da vorwegnehmen, aber da sind einfach so viele Szenen drin, wo man sich sagt, ach, das hätte man sich einfach schenken können, dann wäre es einfach der Film wenigstens ein bisschen besser und stringenter geworden. Und gerade so diese zauberhafte Atmosphäre, die fast an Amelie erinnert hat am Anfang, die trägt halt nicht den ganzen Film, weil dann geht's halt einfach los, dann wirst du halt ständig rausgebracht durch durch so eine Ekelszene, durch irgendeine Dummszene, was sollte zum Beispiel die Szene, wo der Typ, ihr Nachbar,
da immer mit diesem, was er gemalt hat, diese Werbetafel da zu diesem zu seinem ehemaligen Chef hingeht und das hätte man sich doch auch schenken können. Das ist doch völlig irrelevant für den Film. Und das war halt ein Ärgernis nach dem anderen bei diesem Film. Nee, kann ich immer noch nicht nachvollziehen, wie jemand den Film gut finden kann. Und ich verstehe auch nicht, wie der hier für einen Oscar nominiert ist, also beim besten Willen nicht. Also wenn der den gewinnt, ey, dann setze ich nächstes Jahr aus, dann gucke ich die Oscars nächstes Jahr nicht, wenn der beste Film wird. Also das weiß ich schon. Oh oh. Dann gucke ich die nicht live, nee. Ich schreibe direkt ein Memo an die Oscar. Dann schlage ich mir nicht. Ja, die werden ja wohl kaum sagen, oh, der Erik, der guckt ja nicht mehr. Oh, je. Ach doch, klar. Natürlich. Nein, nein. Aber dann gucke ich die auf jeden Fall nächstes Jahr nicht live. Dann schlage ich mir nicht die Nacht um die Ohren, wenn die solche skurrilen Entscheidungen treffen da. Ich habe mich schon damals bei The Artist total geärgert. Das ist so ein Film, nach dem kräht heute kein Mensch mehr. Oder hörst du mal irgendjemand sagen, hey, ich habe letztens wieder The Artist gesehen. Boah, das ist ja ein würdiger Oscar-Film. Nein, ich habe damals schon gesagt, das ist ein One-Trick-Pony. Das ist einfach, weil der in Schwarz-Weiß gedreht ist, so als Stummfilm-mäßig. Ja, hat einen coolen Kniff, aber das ist auch alles. Den guckst du nie wieder, den Film. Und genau so ist es auch. Da waren gleichzeitig andere Filme, die viel besser waren, mitnominiert. Nein, Artist ist geworden. Ja, egal. Wollen wir hoffen, dass Shape of Water nicht wird. Aber ich lese mal noch weiter. Steff hat noch geschrieben, was sollte das mit den Fingern? Ich musste mehrfach wegschauen, sowas verfolgt mich auch ewig, okay? Ja, die märchenhafte Stimmung und die Schauspieler haben mir gut gefallen, aber es war mir dann doch zu schnulzig und brutal. Genau, sie gibt 7 von 10. Ja, schnulzig, brutal, an vielen Stellen total sinnbefreit, teilweise irgendwie ja, bis hin zur Perversion, würde ich fast sagen. Also nicht, dass ich habe auch irgendwie Buttgereiz, Nekromantik oder sowas geguckt oder Schramm oder sowas. Ich kann sowas ab, ja, wenn das insgesamt in den Film eingebettet ist, wo du sagst, ja, okay, das ist jetzt so thematisch, das passt halt da, aber das hat hier überhaupt nicht gepasst. Das wurde einfach nur da irgendwie reingebracht, um irgendwas Kontroverses zu bringen und das muss ich nicht haben. Super Goofy hat noch geschrieben, er hofft, dass er bald den Chris im Kinocast hört, ja, was natürlich heute noch nicht klappt. Denn nach dem Eishockey-Olympia-Finale könnte ich mir vorstellen, dass Chris für die nächsten 50 bis 60 Jahre ein Nervenbündel ist. Tolles Turnier mit tollem, leider etwas unglücklichen Finale. Ja, da kann ja der Chris nächste Woche nochmal drauf eingehen. Oder Super Goofy, hörst mal rein hier in pausentee.net, dem wichtigsten Eishockey-Podcast Deutschlands. Und da wird es bestimmt dann in der nächsten Ausgabe ausgewertet. Ich habe auch gehört, der Chris hat jetzt so ein Soundboard, wo man dann hier solche Sachen abspielen kann. Und da kann man zum Beispiel sowas machen hier. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Ja, für die, die The Disaster Artist gesehen haben, genau, die wissen das, ja. Ja, gut, das war's mit den Kommentaren. War auch ein bisschen dünne die Woche. Ja. Aber was dafür, ist denn los mit euch? Ja, weiß, vor Oscar-Zeit hier. Ja, alles sind konzentriert. Filme schauen, ist voll okay. Filme schauen, ja. Ich habe jetzt übrigens am 5. auch Urlaub. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne, wenn man da ein bisschen ausschlafen kann. Also dieses Jahr gucke ich ja nochmal, ne. Ja. Nächstes Jahr ja vielleicht nicht, wer weiß. Ja, doch. Ja, gut, ich glaube, es wird 3 Billboards. Tja, das. Also ich glaube nicht, dass Shape of Water bester Film wird. Also wenn, dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Man weiß es nicht. Ich glaube 3 Billboards. Wir werden sehen. Ja. Ich gucke mal rein, was so bestellt worden ist über unsere Amazon Affiliate Links mit den von unseren Supportern, die den Kinocast unterstützen, indem sie auf irgendeinen Link klicken, den wir veröffentlicht haben, zum Beispiel bei den DVD-Tipps oder so und dann was bestellt haben. Oh, war gar nicht so viel. Jemand hat bestellt The Elder Scrolls Skyrim Legendary Edition. Oh, was ist denn das für eine Edition? Muss ich gleich mal gucken. Für PS3. Aha. So eine schöne Edition. Ach, Platinum oder was ist das? Wie heißt das bei PlayStation? Ja. Stephen King's S 2017 in der Blu-ray. Ist das die neue? Ja. Ja. Ja, weil Stephen King, so hieß das ja nicht, was wir hatten, ne? Ach so, nee, es hieß einfach nur It. Ja. Und The Foreigner Blu-ray. Was ist das? The Foreigner mit Jackie Chan und Pierce Brosnan. Aha. Hm, da kam jetzt, glaube ich, bald auf Netflix. Von Martin Campbell hat auch jemand die Blu-ray bestellt. Vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben. Wenn ihr auch den Kinocast unterstützen wollt,
klickt einen der Amazon-Links und bestellt dann irgendwas. Könnt ihr machen, wenn ihr euer Hundefutter bestellt oder irgendwas. Einfach irgend so eine DVD-Link klicken bei uns oder an der Seite diesen Unterstützen-Button und dann einfach nach dem suchen, was ihr eigentlich bestellen wollt. Dann kriegen wir auch eine kleine Provision mit ab und der Kinocast kann lange, lange weiter bestehen. Oder wenn ihr andere Möglichkeiten nutzen möchtet, dann gibt es ganz oben so ein Danke-Feld, heißt das. Danke für eure Unterstützung. Da findet ihr noch andere Möglichkeiten. Wenn ihr irgendwie Bitcoins übrig habt oder sowas oder PayPal, dann könnt ihr uns das auch rüberschieben. Jawohl. Okay, sind wir eigentlich soweit durch, oder? Hast du noch irgendwas? Ja. Nö. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Mitmachen. Sehen wir uns dann hoffentlich morgen. Das Sneak Preview, mal gucken, was uns da erwartet. Ich war jetzt lange nicht, muss mal wieder gehen hier. Ich hoffe, klappt alles. Jo, ich werde euch dann in der nächsten Sendung erzählen, ob ich meinen Koffer gekriegt habe oder nicht. Ansonsten. Stunde haben sie ja noch. Ja, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Wollte ich gerade hier noch irgendwie einen coolen Effekt einspielen? Fällt mir nichts ein. Hat zwar eine Riesenauswahl hier. Riesenauswahl. Was hast du noch? Sag noch, mach mal irgendwas. Kann auch mal Fresh Talk einspielen. Oder ich, ach nee, hab mal Arnold Schwarzenegger. My mission is to protect you. Naja.